So, machen wir den Teil 3. Ihr habt ja jetzt eine ganze Reihe, was über Handelsrecht gehört, was jetzt hier in der Bundesrepublik praktiziert wird. Ich sage es mal so rum. Viel im Zusammenhang mit UCC ist also immer wieder ein Thema. Man muss erst mal wissen, wo kommt denn das UCC her? UCC ist im Prinzip eine Normierung von handelsrechtlichen Streitigkeiten, die letztlich unter der Schirmherrschaft von Rothschild laufen, weil er nun mal viele Schiffe auf dem Meer hat und die fahren manchmal über die Landgrenzen bis aufs Festland. Und jetzt ist die Frage, gilt denn das in Deutschland? Deutschland jetzt mal als Kaiserreich. Ja? Wenn man Deutschland sagt, meint man ja einen künstlichen Begriff, der in den Chefgesetzen definiert ist. Das ist nämlich das sogenannte Kampfgebiet vom 31.12.1937. In keine staatlichen Grenzen. Na, es ist ein Stand, wie das Deutsche Reich am 31.12.1937 bestanden hat. Hat keine rechtliche Bedeutung bezüglich dem Staat. Es ist einfach nur eine Feststellung. Warum dieses komische Datum? Na, man möchte den Anschluss von Österreich-Ungarn nicht zementieren, weil der Hitler ist zu Österreich-Ungarn einmarschiert. Dann hätte natürlich das Deutsche Reich viel größere Grenzen. Da wäre nämlich das bis Österreich-Ungarn die Grenze geschlossen gewesen. Und Elsass-Lothringen und die ganzen Gebiete und auch Schlesien und Pommern hätte alles dazugehört. Das hätte natürlich einen riesengroßen Wirtschaftsraum bedeutet und deswegen hat man das weggeschnitten. Jetzt muss man aber beachten, die Haager Landkriegsordnung erlaubt nicht, die Grenzen zu verrücken. Der Besatzer darf die Grenzen nicht verrücken und der Besatzer hat die staatlichen Grenzen nicht geändert. Man erinnert sich an das, was Theo Weigel in einem Video gebracht hat beim Schlesertreffen. Da guckt ihr euch mal in dem Video die Karte an, die da hinten hängt. Da hängt nämlich hinten im Präsidium eine schöne Karte mit den Außengrenzen. Und das sind die Grenzen von 1914. Und hätte er gesagt, nee, es gelten die Grenzen vom 31.12.1937, hätte er es gesagt. Er hat aber gesagt, dass es keinen völkerrechtlichen Akt gibt, der die Grenzen von 1914 verrückt hätte. So, was ist hier los? Also, der Erste Weltkrieg hat gestartet. Beim Start des Ersten Weltkriegs tritt die Haager Landkriegsordnung in Kraft. Die Haager Landkriegsordnung verfügt, dass der Besatzer die Grenzen nicht mehr ändern darf. Was jetzt noch passiert, sind die Verfügungen, die der Kaiser gemacht hat, solange er noch Einfluss hatte auf den Staat. Die letzte Verfügung, die er gemacht hat, ist die vom 27.10.1918. Und danach war, wie gesagt, haben wir gerade erklärt, ist der Schnitt. Das heißt, das, was noch bis zu dem Tag passiert ist, ist staatlich, der Rest nicht staatlich. Und da in der Pause ja wieder die Frage kam, was ist denn mit den ganzen Grundstücken? Da muss man sich überlegen, die Verfügungen sind alle notstandsrechtlich. Das heißt, die Leute, die in den Grundbuchämtern gesessen haben, die haben das Land halt ein Nutzungsrecht vergeben. Also der hat das Nutzungsrecht und das Nutzungsrecht, aber die dürfen das Kataster nicht fortschreiben. Und die dürfen auch den Reststand erstmal nicht ändern. Das heißt, der Verweser ist der Einzige, der entscheiden kann, du hast jetzt den Besitz dieses Landes rechtmäßig, weil die Eigentumsrechte kann man umübertragen. Er muss im Prinzip die Eigentümer alle einladen und die letztlichen Besitzer und muss denen eine Frist bestimmen, dass sie sich über die Nutzungsrechte grundsätzlich unterhalten und dann müssen die eine Regelung finden. Beispiel, auf dem großen Land, was ist 100 Hektar, steht der Häuser mit 1 Hektar Land ringsherum und der ursprüngliche Eigentümer hat Schafe und er will, dass die dort weiden. So, was wird der Verweser machen? Der wird wegen dem Schaf kein Haus abreißen wollen. Sondern er wird sagen, du kriegst in deinem Haus 100 Meter Umkreis Stück Land zugeteilt, sodass du auch dort leben kannst. Da kannst du deine Landwirtschaft betreiben, da kannst du auch selber Schafe halten. Aber alles um dich rum, dann ziehen wir einen Zaun und dann darf der ursprüngliche Eigentümer seine Schafe halten. Und dann verfüge ich, dass im Anschluss an sein Grundstück das noch dazukommt, weil das gehört der Gemeinde und das hat keinen Nutzer, also kriegt er das noch dazu. Bist du damit einverstanden? Ja oder nein? Wenn er dann sagt, ja, machen wir so, dann kriegt er eine Entschädigung, weil das ist schon so ein Stück nasser Grund ist, wo er ein Gehäuse entstehen kann. Und dann ist die Sache auch dann amtlich. Dann ist es nämlich eine staatliche Entscheidung. So, und da hat kein internationales Gericht reinzureden, weil der Kaiser ist dem Völkerbund nicht beigetreten, wenn die in der UN, also die Organisation aller Feindstaaten gegen das Deutsche Reich, irgendwas entschieden und das Völkerrecht nennen, ist das denn ihr Problem. Der Kaiser so, ich bin dem Völkerbund nicht beigetreten. Ich habe mein Deutsches Reich und in diesem Land entscheide ich selber. Wenn ihr nach außen euch einig seid, über gewisse Dinge so zu verfahren, dann kann ich dem zustimmen oder kann es ablehnen.
So, aber in meinen Grenzen bestimme ich selbst, weil der Kaiser war ein Staat. Und ein Staat ist deswegen gekennzeichnet, dass er ein Selbstbestimmungsrecht innerhalb seiner Innengrenzen hat. Würde nämlich der Kaiser eine Fremdbestimmung zulassen, also dass zum Beispiel Völkerrechte, also sich die Habsburg-Schweinstaaten gegen Kaiser verschwören und einen Beschluss machen, dann wäre ja der Kaiser kein Staat. Aber mit Friedensschluss muss der Staat Besenrheingut übergeben werden. Das heißt, es dürfen keine Rechtswirkungen aus der Weimarer Republik in den Friedensvertrag einreichen, weil der Schnitt ist am 27.10.1918. Und zu diesem Datum, in diesem Rechtsstaat ist es Kaiserreich wieder dem Kaiser zurückzugeben. Da der Kaiser aber nicht mehr lebt, muss es dem Verweser übergeben werden. Und es kann so lange nicht übergeben werden, bis wir keinen Verweser haben, weil der Kaiser verfügt hat, dass nur er selber den Ersten Weltkrieg beenden kann. Der Erste Weltkrieg läuft immer noch. Auch der Zweite Weltkrieg ist nur die Fortsetzung des Ersten, weil Polen in die Ostgebiete einmarschiert ist und hat den Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs verletzt. So, demzufolge ist der Zweite Weltkrieg nur eine Waffenstillstandsverletzung des Ersten. Und Hitler hatte rechtmäßiges Recht, bis an die polnischen Ostgrenzen zu marschieren, aber nicht darüber hinaus. Es sei denn, er hatte vor, die russischen Gebiete an den Zaun zurückzukehren. Das hätte er auch gedurft, aber eben nicht darüber hinaus. So, warte mal, Uwe. Du wolltest das weiter? Churchill hat eben mal gesagt, oder soll gesagt haben, dass der Erste Weltkrieg die Fortführung des 30-jährigen Kriegs war. Ja, nee. Die Hanger Landkriegsverfügung hat ja davor nicht gegolten. Also da hat der Kaiser schon mal sowas zu sagen. Da hat sich der Churchill vertan. Würde ich so sehen. Er hat sicherlich nicht im Interesse des Kaiserreichs gehandelt. Churchill hat gesagt, der Zweite Weltkrieg ist die Fortsetzung. Der hat gesagt, der Erste Weltkrieg ist die Fortsetzung vom 30-jährigen Krieg. Das hat mich ja ein bisschen verwirrt. Das ist der zweite 30-jährige Krieg. Ach so. So hat er es gesagt. Ach so. So ist es mal bekannt. Also rein rechtlich hat vor dem Ersten Weltkrieg der Kaiser schon ein volles Selbstbestimmungsrecht gehabt. Also hat die Hager Landkriegsordnung vor dem Ersten Weltkrieg nicht gegolten. So, aber sie gilt immer noch. Und es gibt ein lustiges Schreiben vom Gauck, dass die Hager Landkriegsordnung in Deutschland gilt. Das könnt ihr dann von mir noch kopieren, das habe ich hier mit. Und das heißt, wenn die Hager Landkriegsordnung gilt und der Erste Weltkrieg nicht zum Stillstand kam, gilt also die Rechtsordnung, die bei Eintritt des Ersten Weltkriegs gegolten hat, erstmal weiter. Weil Gesetze darf nur der Staat ändern. Wenn der Verweser nicht verfügt hat, dass die Gesetze des Staates geändert werden sollen, haben wir immer noch die alten. Das heißt, das Recht, was mit Kriegseintritt passiert ist. Weil Deutschland hat ja nur die Bündnisverpflichtung erfüllt, hat selber keinen Krieg angefangen. Auch Hitler hat keinen Krieg angefangen, er hat einfach nur seine Ostgebiete wiedergeholt. Polen hat die Waffenstillstandsverletzung gemacht, die haben keinen Krieg angefangen, die haben nur Waffenstillstand verändert, weil der Krieg läuft noch. Wir befinden uns immer noch im Rechtskreis des Ersten Weltkriegs. Dass es inzwischen 58 Schweinstaaten gibt und dass die 58 Schweinstaaten alle pleite sind. Sind nur noch 54. Oder 54, ja. Das ist nun mal Pech, wenn man in einem Schuldgeldsystem Krieg macht und nicht versteht, dass der Besatzer sich immer mehr verschuldet als das versetzte Land. Das ist nun mal halt die Mathematik und die Exponentialfunktion der Zinseszinsentwicklung, dass jeder Besatzer pleite geht, wenn man nur lange genug in den Krieg verwickelt wird. Und es ist das gute Recht des Kaisers, alle zwei Jahre mal in die Luft zu ballern und sagen, wir haben immer noch den Ersten Weltkrieg, aber es gibt immer noch ein paar Feindstaaten, die immer noch nicht eingesehen haben, dass man den irgendwann einmal beenden müsste. Und zwar so, dass das Deutsche Reich, also das Kaiserreich, entschädigt wird. Aber so, dass die anderen 58 Feindstaaten dabei nicht so pleite gehen, dass sie einen neuen Krieg anfangen. Und das ist nämlich die eigentliche Kunst an der Sache. Und da können wir sich ja darauf einigen, wir sagen, jedes Land zahlt 10% Reparation an das Kaiserreich. Mit der Maßgabe, dass sie nicht in die Finanzkrise geschickt werden, die Euro-Krise, aber dass sie die pünktlich abliefern müssen und dass sie die Außenschulden, die andere Länder außerhalb dieser Vereinbarung haben, abzuliefern haben. Das heißt, wenn die USA was nach Europa liefern wollen. Können wir ja so machen. Ne? Also der Verweser kann also diese Friedensverhandlungen führen. Nur er darf sie führen. Nur er darf den Waffenstillstand unterzeichnen und auch den Friedensvertrag einleiten. So. Was ist jetzt mit dem UCC los? Ihr müsst ja wissen, im Jahre 9 hat im Teutoburger Wald eine Schlacht gegeben und da wurden die römischen Heere besiegt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist das römische Recht hier erlegt worden. Ja. Dass die katholische Kirche durch die Christianisierung 1500 noch was versucht hat, hier wieder Rechte anzumelden,
ist die andere Geschichte. Aber sie haben ihr Siedlungsrecht nur deswegen gekriegt, dass sie einfach hier nur besiedeln und nicht wieder einen neuen Krieg oder neue Besitzrechte auf dem Grund und Boden anwenden. Sonst hätte man sie nicht siedeln lassen. Und wenn die Kirche einen Vertrag bricht, können wir den Vertrag aufbrechen und sagen, dann fliegt ihr raus. Wenn ihr hier römisches Recht macht, fliegt ihr raus. Nun wird natürlich allen Juristen im ersten Semester das römische Recht gelehrt, damit die denken, das gilt. Aber es ist ja, Lehre ist frei. Also die können dann ja das römische Recht lehren, aber es gilt immer noch das, was in dem römischen Recht zugrunde lag. Nämlich die Siedlungsvereinbarung der germanischen Stämme. Und die besorgte, ihr dürft ja siedeln, ihr dürft ja gehen, ihr dürft ja heizen, Gewohnheitsrecht. Ihr könnt auch eure Schafe weiden lassen, aber das Land gehört den germanischen Völkern. Und aus diesem Grund hat man im Reichstag den Satz ersetzt, wo früher stand, den deutschen Völkern, gegen den Satz, dem deutschen Volke. Also plötzlich sind die anderen auf einmal Eigentümer in ihrem Land, sind sie nicht, sind auch nur im Siedlungsgebiet. Weil das Siedlungsgebiet der deutschen Völker ist Nordseeküste hoch bis kurz vor der Wikinger, rechts abgebogen bis an Ural, am Ural runter zu, bis an Mittelmeer, und wieder rüber und dann an der Küste wieder hoch. Das ist das germanische Stammesgebiet, was von den römischen Herren freigekämpft worden ist und wo kein römisches Recht gilt, demzufolge auch kein Seerecht. Das heißt, wenn die Spanier sagen, also wir wollen ja kein Seerecht mehr haben, dann können die das einfach beschließen und können das germanische Recht zurücksetzen und die Engländer und die anderen Schulden einfach nochmal in den Ärmelkanal werfen. So, damit wäre Spanien, Portugal sofort entschuldet, weil das Schuldenrecht der Sklaverei des römischen Rechtes dort abzuwerfen geht. Wenn sie es wollen, müssen sie es nur erkennen. So, das heißt, wir stehen nicht im Seerecht der Engländer. Die Engländer haben dieses Recht noch, weil die haben die römischen Herren nicht besiegt. Die haben sich einfach nur zurückgezogen, aber es gab keinen Kampf. Ja? Also das römische Recht ist deswegen untergegangen, weil sie mit ihren Steuermitteln gehaushaltet haben. Also die gleiche Situation, die Bundesrepublik heute auch hat. Die kann nämlich auch nicht mit Steuern umgehen. So. Und dann der zweite Grund, weshalb das Römische Reich untergegangen ist, das ist die Dekadenz und die Verwahrlosung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Und daran ist das Römische Reich zugrunde gegangen. Da war zum gewissen Teil auch die Homosexualität der Griechen schuld. Ist aber auch wieder in Mode gekommen, dass man das macht. Und es gibt auch noch viel Schlimmeres, was man momentan von der Seite der liberalen rot-grünen Regierung hier in Deutschland praktizieren will. Das ist Sodomie und Geschlechtsverkehr mit Toten. Also jetzt in der letzten Woche ganz Inzest. Aktuell. Und Inzest. Und Inzest, ja. Also diese Schmutzkübel will man also aus Deutschland ausgießen. Und dem können wir uns nicht widersetzen, weil wir keinen Verweser haben, der sagt, das passiert hier in diesem Land nicht. Das heißt, wenn wir unsere Kinder, unsere Nachfolgegeneration vor diesen Entwicklungen schützen wollen, müssen wir einen Verweser auf den Weg bringen. Und die richtige Möglichkeit, das zu tun, ist die Wahlkommission zu gründen. Das heißt, wir müssen. Was ist sonst tun? Was ist sonst tun? Bevor. Ja, das heißt, wir müssen im Prinzip ein Informationsflyer, sage ich jetzt mal, sollte ein englisches Wort nehmen, weil. Flugblatt. Ja, machen. Und da wollen wir jetzt Folgendes machen. Wir wollen ein Blatt machen, was für das gesamte Gebiet von 1914 einheitlich ist. Einmal in polnischer und sorbischer Sprache und einmal in deutscher Sprache. Ja. Ich würde sagen, ich habe eine Druckerei, die wo solche Sachen machen für können wir dann machen. Ne? Also wir werden das PDF zur Verfügung stellen und dann wird es ein Einlegeblatt geben, was die regionalen Besonderheiten des Wahlgebiets beinhaltet, weil ja in jedem Wahlgebiet ein anderes Siegel gilt. Also zum Beispiel hat der Sachsen ein anderes Siegel als Preußen. Das heißt, das Einlegeblatt ist ein schwarz-weißes, was auf dem Kopierer liegt. Und was man dann sozusagen anpassen müsste. Zum Beispiel gibt es ja das Siegel von Pößneck, ne? Das ist also bekannt, wie das ausgesehen hat an dem Tag, weil es die Siegelbücher gibt. Und Chemnitz hat auch ein Siegelbuch, wo man gucken kann, welches Siegel gilt. Und sozusagen wird bei dem Referendum beide Siegel zur Auswahl gestellt, nämlich das königlich-sächsische Siegel und das regionale Siegel. Und die Wahlkommission wird also sozusagen damit ermächtigt, beide Siegel zu nutzen. Und zwar in den Gebieten, wo das lokale Siegel gilt, das lokale, und außerhalb des Gebietes das vom Bundesstaat. Weil man kann ja den Gemeinden dazwischen, wo die Rechtslage nicht klar ist, nicht zumuten, dass sie denen keine ordentlichen Wahlunterlagen zur Verfügung stellen können. So, mit dieser Begründung
wird das Referendum einberufen und dann hängt es nur davon ab, wer aus dem Ort teilnimmt. Und die teilnehmen, müssen sich entweder dafür oder dagegen entscheiden. So, und wer nicht dran teilnimmt, wird als Enthaltung gewertet. Das heißt, diejenigen, die dran teilnehmen, müssen mit dreiviertel Mehrheit dafür stimmen. Also wenn dann beispielsweise Zähne kommen und sieben dafür sind, ist man bei, na, reicht noch nicht. Also acht müssten dafür sein, damit wir eine dreiviertel Mehrheit haben. Die acht Leute gucken das aber dann entscheiden, wenn die anderen sagen, uns ist es egal. Ja, so, es dürfen dann im Prinzip bloß zwei dagegen stimmen. Man muss dann sehen, wie das Ergebnis ausgeht. Letztlich wäre dann zu fragen, wenn ein schwarzer Käse entsteht, also man hat meinetwegen jetzt Gebiete, wo die linken Alternativen sehr stark sind, wo die Wahlen im Prinzip sabotieren, ja, da muss man sich einfach ummelden. Ich weiß es nicht, wie man es anders machen würde. Ne? Also die Gebiete, wo die Verweserwahl, also die Gründung des Referendums nicht funktioniert, die müssen sich was einfallen lassen. Die müssen entweder umziehen oder was auch immer, keine Ahnung. Wir gehen aber davon aus, wenn die Euro-Krise immer richtig müdet, werden die Leute schon lieber eine Gründung der Wahlkommission machen wollen, als sich diesen Chaos dann unterordnen. Also eine Frage dazu. Wenn es jetzt quasi, also erstens kann es nach meinem Verständnis nur sein, dass die handelnden Personen also grundsätzlich Deutscher sein müssen. Und Deutscher, also im Sinne des Weißen Staatsangehörigkeitsgesetzes. Ja, aber sie haben ja als Deutsche das an die Rechte an der Bundesrepublik abgegeben. Also muss man es doch auf der gleichen Art und Weise zurückabwickeln. Mein Verständnis. So ist es nicht. Ja, ich frag dich. Ja? Also es gibt ja zwei. Das Referendum, wo ich denke, dass zunächst nach bundesdeutschem Wahlrecht gilt, weil man einen Vorgang, der unrechtmäßig war, auch dann wieder zurückabwickeln muss. Weil die Siegelhoheit hätte gar nicht an die Bundesrepublik übergeben werden dürfen. Genau, aus dem Grund frage ich, das sollte man vielleicht nochmal vertiefen, aber das wird jetzt vielleicht. Ich weiß es nicht. Die zweite Frage, die ich dich habe, ist: Gemeinde nach gültigem oder nach geltendem Recht? Nach gültigem würde es ja bedeuten, wir hätten eine andere Gebietsverteilung, das wäre dann zu klären erstmal. Es gelten die Grenzen vom 27.10.1918 für das Siegel. Okay, das heißt. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen mit vier Wahlurnen wählen. Nach Muster, ja. Nach bundesdeutschem Recht, nach Aufenthaltstitel und nach denen, die statistisch mit einer Rolle spielen, ob sie den Verweser unterstützen oder nicht. Das sind die Vierer. Weil wenn der Verweser keine Dreiviertelmehrheit hinter sich hat, fällt er die Wahl auch auf den Rücken. Das ist das Problem. Und wenn wir vier Wahlurnen haben, haben wir da alle Möglichkeiten der Interpretation. Wenn es sauber durchläuft, wenn eine Dreiviertelmehrheit zustande kommt, von den dreien ist es ja alles gut. Wenn es eng wird, muss man gucken, ob man die vierte Wahlurne in die Auszählung einbezieht oder nicht. Die Alternative wäre Euro-Krise und Chaos und Bürgerkrieg. Also wenn ihr das wollt, auch in Ordnung. Ja, also es ist eine Interpretation. Ich denke aber, dass es durchschlafen wird. Gut, also die Aufgabe ist also diese Flugblätter zu entwerfen und die regionalen Einlegeblätter. Also hier die Landkreise, Saale-Oder-Kreis, Saale-Holzlandkreis, es gibt ja noch alles lustige Kreise. So, abgedeckt sind, aber bitte in dem Siegelgebiet, die damals bestanden haben. Also der Saale-Holzland-Kreis ist eine Erfindung von 2004 in der Schweiz. Ich bin zwar kein Thüringer, aber ich denke mal, ich habe mich damit befasst. So, dann gab es 2008 nochmal eine Kreisreform. Das ist wie gesagt nicht wichtig. Entscheidend ist das Siegelgebiet des Siegels, was am 27.10.1918 gefunden wurde. Also ist Blau immer noch kreisfrei, weil es 1907 Kreisfreiheit frisch wurde. Ja. Und 2007 entzogen bekommen. Ja, das ist aber auch nichtig. Weil nicht gewählt, wir können nicht verfügen. So, jetzt wollen wir mal machen, weil ja gesagt worden ist, na, die haben aber keinen Erfolg, wenn sie irgendwo vor Gericht sind. Ich habe hier einen Rechtsstreit aus 2008. Da habe ich gegen das Finanzamt geklagt, weil das Finanzamt der Meinung war, eine Fahrerlaubnis kann ich nicht dienstlich absetzen, weil eine Fahrerlaubnis grundsätzlich eine private Angelegenheit ist. Mein Gegenargument war, ich habe die Fahrerlaubnis nur gebraucht, um mit großen Schaltschränken und einem Haufen Werkzeug zu meinen Kunden zu fahren. Sonst habe ich keine Veranlassung mit. Da fahre ich mit Bus oder Bahn. Aber ich kann definitiv nicht den öffentlichen Nahverkehr so lange blockieren, bis ich einen 70 Kilo schweren Schaltschrank samt Werkzeug in den Bus geladen habe. So. Und mit der Argumentation. Würde ich dich ja rausschmeißen. Ja, ich hätte das einfach mal dort ankommen lassen können und hätte dann eine Beschwerde des öffentlichen Nahverkehrs herausgefordert. Der Richter, also jetzt ist Folgendes: Hat man sich schon eingelassen oder nicht? Ich habe dem Richter gesagt, ich hätte gerne mal die Bestätigung, dass Sie der gesetzliche Richter sind. Und ich berufe mich auf den Rechtsstand des Kaisers, habe ich dem Richter mitgeteilt.
Und dann habe ich ihm mitgeteilt, dass ich mich nicht hinsetze, weil ich mich nicht auf die Hauptverhandlung einlasse. Ich möchte auch das Problem klären, deswegen bin ich erschienen, um kein Versäumnisurteil zu bekommen. Da hatte der Richter ein Problem, da konnte nämlich nicht sagen, da ist nicht erschienen, da konnte aber nicht sagen, dass er sich auf das Ding eingelassen hatte. Wenn er das Ding nicht durchlaufen lässt, also das heißt, wenn er keine vernünftige Entscheidung trifft, muss er damit rechnen, dass ich in die Berufung gehe. Ja? So, das heißt, er hat also mit dem Finanzamt geredet und hat gesagt, ja, es gibt einen Fall im Bochumer Raum, da hat eine Frau ähnlich geklagt, die hatte ein Altenpflegeunternehmen und der ist es ja auch eine Tüte zu bunden, dass er mit seinen ganzen Körperchen und den ganzen Sachen in öffentlichen Nahverkehr werden. Die hat eben auch eine Fahrerlaubnis machen müssen, damit sie ihren Beruf ausüben kann. Und deren Fall hat er also als Präzedenzfall genommen und hat gesagt, also von Herrn Knietsch ist es ohne zuzumuten, dass er mit einem Schaltschrank und etwa 200 Kilo Gepäck im öffentlichen Nahverkehr fährt. Ja, und dann hat es im Prinzip einen Vorschlag vom Richter gegeben, der hat gesagt, also ich habe nicht den Eindruck, dass das eine private Veranstaltung ist, wenn das so begründet ist, und hat dann Finanzamt sozusagen die Urteile von dem damaligen Gericht zur Verfügung gestellt. Und das Finanzamt hatte dann 4 Wochen Zeit, sich zu überlegen, ob sie sich auf eine Auseinandersetzung vor Gericht einlassen wollen oder ob der Freistaat die Kosten trägt dafür. Und hat dem Finanzamt empfohlen, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken und mir empfohlen, die Entscheidung abzuwarten. Und dann hat das Finanzamt gesagt, ja, das machen wir mal. Und da kam dann sozusagen ein Beschluss. Und interessant ist hier die Rechtsmittelbelehrung. Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde nicht gegeben, § 28 Absatz 4 Finanzgerichtsordnung. Das ist natürlich schon ein bisschen scheinbar, weil hier der Freistaat besiegelt hat und der Freistaat ja nur keine staatliche Institution ist. Aber wenn das System das anerkennt, warum soll ich das nicht nehmen? Wenn die damit zufrieden sind, ich bin damit zufrieden. So, ich mache da jetzt also die Steuererklärung so, wie ich sie damals eingereicht habe, und sage, es erledigt. Bei Umsatzsteuer ist es durchaus ein Keiler für mich. Ich nehme das Geld ein und schiebe es weiter. Ich weiß natürlich, dass die Steuergesetzgebung aufgrund der Elster ein Problem darstellt, weil irgendwo steht im Elster AGB, dass es eine Schenkung ist. Die Frage ist nur, gilt das nur für die Software oder gilt das für die Erklärung, die mit der Software gefertigt worden ist? Dazu hat das Finanzamt sich nicht geäußert. Also kann ich unter die Steuererklärung darunter schreiben, unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit und Rückforderung, dies ist ein Darlehen. Was passiert? Das Finanzamt muss eine Bilanzverlängerung machen. Nach der Ordnung der Offenlegung außenstehender Schulden muss natürlich so eine Steuer als Darlehen, also als Schulden beim Bund eingetragen werden. Das können die nicht einfach so signieren. Und dann ist es im Ermessen des Finanzamtes zu sagen, nee, wir wollen das lieber nicht haben, weil es ist uns zu heiß, dann müssen wir dann eine Bilanzverlängerung machen. Bilanzverlängerungen sind immer strittige Geschichten. Also das heißt, ich rechne Schulden und Einnahmen gegeneinander auf und bilde eine Nullsumme. Wenn irgendwas hinten umfällt, habe ich privat unbeschränkt, sagt der Bilanzablauer noch schnell. So, muss man also abwarten. Bei manchen, die kriegen ja Geld zurück, bei manchen dauert es ewig, bis da mal ein Beschluss kommt, aber ich lasse es einfach mal dort ankommen. Also die Zauberformel heißt, der Vorbehalt der Rechtmäßigkeit, Vorbehalt der Rückforderung, Abgabenordnung 405, dies ist ein Darlehen. So, du schreibst dann drunter und du nutzt nicht alles dort, sondern lässt es einfach ausdrucken und unterschreibst auf dem ausgedruckten Formular und schickst es hin. Denn niemand kann dich verpflichten, nach der gültigen Gesetzgebung eine Software zu verwenden, die dich rechtlich schlechter stellt, als die gesetzliche Richtung, die der Kaiser für dich vorgesehen hat. Das ist die Argumentation. Weil die Software unterstützt dich ja nicht, sie bringt dich ja in eine schlechtere Stellung, weil alles das, was du bezahlst, eine Schenkung ist und du deine Steuer immer noch nicht abgeführt hast. So, das ist meine Meinung zur Steuer. Ich sage nicht, dass du Steuer unterziehen sollst, sondern soll dafür sorgen, dass die Steuer beim Kaiser ankommt. Wenn er das hinkriegt, tolle Sache. Wenn die Frau Merkel die Steuer gerne an den Kaiser überweist, macht sie sich selber zur Steuerunterziehung. Das ist meine Frage. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, egal in welcher Form, bin ich da verpflichtet, einen Steuerberater zu haben, der mich sowieso als Steuerberater... Die Frage kann ich schon nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob der Steuerberater dich so berät, wie das gültige Recht ist oder wie das geltende Recht ist. Wenn er seine Zulassung verlieren will, macht das nach dem geltenden Recht. Wenn er ehrlicher Mensch ist, macht das nach dem gültigen Recht. Aber das ist eine lange Steuerberater. Weil du deine Steuererklärung immer persönlich unterschreiben musst, ist die Frage eigentlich damit geklärt. Ja, also wir sind ja bei einer Zinskostendiskussion. Nächste lustige Geschichte ist eine Ladung. Also, wenn ihr eine Ladung kriegt, guckt erstmal drauf, wer hat euch denn geladen?
Hier hat euch ein Zimmer geladen. Also das Zimmer oder der Schreibtisch oder der Schrank hat geladen. So, bringen Sie diese Ladung zum Termin mit und beachten Sie die Hinweise. So, dann steht hier oben ein Termin drauf. So, persönliches Erscheinen wird angeordnet. Die Frage ist, wer macht denn hier die Anordnung? Mal rumblättern. Also bist du eine Erscheinung. Ja. So, jetzt kommen wir drauf, dass jetzt im Prinzip hinten Datum ist und so weiter. Und dann steht keine Unterschrift auf dem Ding. Also hier ist nichts. Hier. So, also jetzt müssen wir gucken. Dieses Schreiben hier vorne ist ein Anhang, ja? Weil das Schreiben endet hier bei dem mit freundlichen Grüßen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. Ja? Und dann steht Anlage, Verzeichnis der Beweismittel, das ist leer. So. Entscheidend ist, eine Ladung, durch eine Ladung wird der Gericht tätig, weil ohne Ladung geht keine Gerichtsverhandlung los und die Ladung muss der gesetzliche Richter unterschreiben. Also was macht der kluge Mann, der die Ladung kriegt, der bemängelt, dass der gesetzliche Richter nicht unterschrieben hat und hängt bei dem Rückschreiben ein, er hätte bitte von dem gesetzlichen Richter die Bestätigung, dass er der gesetzliche Richter ist, weil nach Grundgesetz, auf den alle Richter vereidigt sind, dass es mal so ist, dass keiner dem gesetzlichen Richter entzogen werden darf. So, also jetzt müssen wir beachten, für wen gilt das Grundgesetz? Für den Richter gilt es, weil die Richter auf das Grundgesetz vereidigt worden sind. Gilt es für das Land? Nein, weil Artikel 146 sagt, dieses Gesetz oder dieses Grundgesetz tritt in Kraft, wenn eine Verfassung in Deutschland im Fahrwill beschlossen wurde oder so ähnlich. So, und dort taucht das Zauberwort Deutschland auf. Deutschland ist ein festgesetzter Begriff der Grenzen vom 31.12.1937. Haben wir diese Grenzen beim Inkrafttreten des Grundgesetzes gehabt oder haben wir es nicht gehabt? Nein. Als das Grundgesetz 1949 eingetreten ist, gab es die Grenzen von 1937 nicht mehr. So, das heißt, wir haben die Inkraftsetzung des Grundgesetzes. Das muss man aber aufpassen. Die Länder, die Bundesländer sind unter Gliederung des Bundes. Der Bund ist ein Parteikonstrukt. Parteikonstrukt ist ein besonderer privatrechtlicher Verein, der an der politischen Willensbildung mitwirkt. Deswegen ist es Partei. Ich mache gleich mal eine kurze Unterbrechung.